Meine allererste Überlegung war zu sagen, Mensch, wenn dieser Sportler die Verantwortung hat und das unbedingt tun möchte, dann kann er doch sich seine Medaille holen in seinem Wettkampf, dann wartet er noch ein paar Tage, bis Olympia vorbei ist, danach ist immer noch ein bisschen Berichterstattung in der Öffentlichkeit und dann macht er das danach. Aber wahrscheinlich wäre das zu einfach. Deswegen haben Willi und ich entschieden, dass wir anders an diese Frage und an das Thema rangehen. Eine Stellungnahme vorweg. Wir von der öffentlichen Opposition, und ich gehe davon aus, die schließende Opposition schließt sich dem an, wir sind selbstverständlich ebenfalls der Meinung, dass homosexuelle Menschen überall auf der Welt das Recht haben sollten, ohne dass sie diskriminiert werden, ohne dass Homosexualität strafrechtlich verfolgt wird oder deren Auswirkungen, ohne dass homosexuell zu sein irgendwie illegal ist, was leider in vielen Ländern auf diesem Planeten noch der Fall ist heutzutage, dass sie in der Lage sein müssen, so ihr Leben zu führen. Und dagegen wollen wir uns nicht stellen. Welche Frage wir uns aber stellen, ist die folgende. Wenn ein Sportler das, was hier beantragt wurde, tut auf den Olympischen Spielen, verbessert das dann die Situation von den homosexuellen Menschen, die darunter leiden, dass sie ihre Homosexualität nicht öffentlich zugeben dürfen oder dass sie die nicht ausleben dürfen, weil sie in einem Staat, in einer Gesellschaft leben, wo genau das nicht erlaubt ist. Und wir glauben, das ist nicht der Fall. Wir befürchten, dass hier entweder fast gar keine Auswirkung da sein wird oder dass es eventuell schlechter wird. Und ich versuche zu zeigen in meiner Rede, warum. Zuallererst geht es aber mal um den Sportler. Der steht offenbar im Mittelpunkt. Das war bei oben so, das wird in meiner Rede auch so sein. Ich hatte als 16 Mal die Möglichkeit, aus dem Hobbysport, den ich gemacht habe, in den Leistungssport sozusagen zu gehen. Mein Trainer hat versucht, mich zu überreden, hat gesagt, Mensch, so, aus dir könnte ein guter werden, du hast quasi genug Talent. Aber Folgendes kommt da mit sich, wenn man in den Leistungssport geht. Man muss nicht nur häufig trainieren und irgendwie immer besser oder immer schneller werden oder immer höher springen können oder so. Man muss auch seinen gesamten Alltag darauf abstimmen. Das heißt, der Schlafrhythmus muss passen, die Ernährung muss passen. Als 16-Jähriger ist das halt schon eine Entscheidung, die man treffen muss. Alkohol verzichten, auf Zigaretten verzichten, auf irgendwie durchgemachte Nächte verzichten. Das wollte ich damals nicht, weil ich nicht willensstark genug war. So, jetzt repräsentiere ich aber einen Sportler, der Chancen auf eine Medaille hat bei den Olympischen Spielen. Das heißt, das ist derjenige, der willensstark genug war, sich für den Leistungssport zu entscheiden, der über Jahre trainiert hat, über Jahre konsequent sich darauf vorbereitet, bei diesen Olympischen Spielen anzutreten. Und für die meisten Menschen, die meisten Sportarten, gibt es vielleicht zwei- oder dreimal im Leben die Möglichkeit, bei Olympischen Spielen anzutreten und auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit zu sein. Und wir glauben, wenn jemand diesen Weg geht und sich dazu entschieden hat, dann ist das ein integraler Bestandteil von seinem Selbstverständnis und von seiner Lebensausübung. Und dann glauben wir, überwiegt für dieses Individuum zunächst mal das Recht, auch zu versuchen, diese Medaille zu gewinnen und auch zu versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite steht das, was Ruben gesagt hat. Er glaubt, die Sportler sind verantwortlich für die Probleme und die politischen Umstände von anderen Menschen in anderen Gesellschaften. Willi und ich von der öffnenden Opposition widersprechen da. Wir glauben nicht, dass die Sportler dafür verantwortlich sind. Wir glauben, dass es Menschen gibt, die durchaus die Verantwortung haben, diese Umstände aufzudecken und das zu thematisieren. Journalisten zum Beispiel. Genau dafür können wir Journalisten sehr gut gebrauchen und das schätzen wir auch, wenn sie solchen Aufgaben nachgehen. Aber wir glauben nicht, dass der Sportler dafür verantwortlich ist, hier in Russland sich für die homosexuellen Rechte einzusetzen und dann bei dem nächsten Wettbewerb sich für Menschenrechte auf anderer Ebene einzusetzen und immer wieder auf den Wettbewerben irgendwas zu tun, nur weil er in der Öffentlichkeit steht. Wir glauben nicht, dass diese Zuweisung von Schuld und Verantwortung, wie Ruben sie aufgemacht hat, funktioniert. Soviel zum Sportler. Der zweite Punkt ist Russland. Ich nehme dich später gerne dran, aber Russland möchte ich gerne noch drin haben. Wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass für Russland offenbar Homosexualität ein sehr delikates Thema ist, das die sehr ernst nehmen und sehr konsequent verfolgen. Das heißt, was wir auf der öffentlichen Opposition befürchten, ist, dass auch Folgendes passieren könnte. Es könnte auch passieren, dass Russland empfindlich reagiert, wenn das Thema in die Öffentlichkeit kommt während der Olympischen Spiele und dementsprechend vielleicht sogar die Situation der homosexuellen Menschen in Russland verschlechtert. Vielleicht die Repressalien erhöht, vielleicht einige Menschen noch verhaftet oder ich weiß nicht, auf welche Ideen die kommen, ich will mir das gar nicht ausmalen. Jedenfalls befürchten wir, dass wir eine Verschlechterung der Situation bekommen und dann wird halt das Ziel der Regierung überhaupt nicht erreicht, sondern genau das Gegenteil, das halten wir für schlecht. Was wir für durchaus sehr wahrscheinlich halten, ist, dass Russland eventuell während der Olympischen Spiele, während die gesamte Öffentlichkeit und die Aufmerksamkeit da ist, eventuell ein bisschen gute Miene macht, wie das teilweise auch andere Staaten schon gemacht haben bei großen sportlichen Events. Aber diese Öffentlichkeit und diese Aufmerksamkeit, die geht irgendwann weg. Nach ein paar Wochen sind die Olympischen Spiele vorbei. Und wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Russland nicht ein Land ist, das danach als Staat sagt, wir verbessern jetzt die Situation der Homosexuellen in unserem Land. Wir halten es für deutlich wahrscheinlicher, dass sie sogar die Situation verschlechtern. Und dementsprechend glauben wir, wenn der Sportler sich dazu entscheiden würde, das zu tun, dass er möglicherweise sogar den Menschen schadet, den er eigentlich helfen möchte. Und darum glauben wir, es ist keine gute Idee. Deine Frage, Nico. Lieber Tore, du warst 16
zu schwach, zu undiszipliniert für dich, für das, was du wolltest, einzustehen. Sollte dich ein Sportler genau diese Stärke haben, diese Leistungssportler, jetzt bist du Top-Debattierer, stieß dir und sagst, du bist für Homosexualität vor allen Leuten. Warum soll das ein Olympiateilnehmer, der extrem diszipliniert ist, wenn er davon überzeugt ist, nicht tun, wenn es das Richtige ist? Warum soll er das nicht tun? Ich glaube, dass er in erster Linie für sich selbst sprechen sollte und sein eigenes Ziel verfolgen sollte. Genauso wie ich hier auch erstmal in erster Linie mein eigenes Ziel verfolge und mich nicht noch mit anderen Themen beschäftige, die eventuell in Dresden oder Sachsen eine Rolle spielen könnten, die aber hier in meinem Wettkampf eigentlich keinen Platz haben. Wir haben also gesehen, dass der Sportler ein Interesse daran hat, sein eigenes Ziel zu verfolgen, weil es ein integraler Bestandteil ist von seinem Leben. Und wir haben gesehen, dass es in Russland die Gefahr gibt, dass Russland sehr empfindlich reagiert. Und wir haben gesehen, dass die Öffentlichkeit eine gewisse Rolle spielt, die aber halt diesen Zeitfaktor hat. Nach ein paar Wochen ist diese Öffentlichkeit weg und dann ziehen wir keinen Nutzen mehr daraus. Es gibt noch einen Aspekt zum Thema Olympia, den ich noch kurz versuchen möchte zu erklären. Vermutlich wird aus Zeitgründen Willi den später weiterführen in seiner Rede. Ich hoffe, das ist für Sie okay, wenn Sie dazwischen noch die Rede von der Regierung hören. In der Antike gab es die Regel, dass während der Olympischen Spiele die Waffen ruhen müssen. Das heißt, es gab eigentlich mehr oder weniger immer irgendwo Krieg, irgendwelche Territorialkonflikte, die mit Militär ausgetragen worden sind. Aber während Olympischer Spiele, während dieser sportlichen Wettkämpfe, mussten die Waffen ruhen. Und das wurde, soweit ich das weiß, auch immer beherzigt sozusagen und respektiert. Und was Willi und ich glauben, das ist jetzt ein relativ großer Spagat, deswegen kann ich das nicht innerhalb von 30 Sekunden inhaltlich beweisen. Aber was wir glauben ist, dass das eine sinnvolle Regel ist, die wir an unsere heutige Zeit adaptieren können. Das heißt, die Olympischen Spiele sind in erster Linie doch ein sportlicher Wettkampf. Sie haben natürlich auch kommerzielle Aspekte und so weiter und so fort. Und natürlich wird er auch politisch teilweise instrumentalisiert, weil die Öffentlichkeit da ist. Aber in erster Linie sind sie ein sportlicher Wettkampf. In erster Linie geht es darum, dass Menschen aus aller Welt, egal wo sie herkommen, egal welche Sportart sie verfolgen, sich dort treffen und sich gegenseitig respektvoll und fair play messen darum, wer die beste Person in dieser Sportart, in dieser Disziplin ist. Und wir glauben, das steht im Vordergrund. Und alle anderen politischen Fragen oder religiösen Fragen oder sonst irgendwie Fragen, die mit dem Sport nichts zu tun haben, stehen unserer Ansicht nach nicht im Vordergrund und sollten auch im Hintergrund gehalten werden, weil der Sport für uns während der Olympischen Spiele im Vordergrund steht. Und darum sind wir gegen diesen Antrag. Vielen Dank.